Und jetzt haben wir hier Dani Alves, Neymar, Suarez. Schönes Zusammenspiel. Mesut Özil mit dem Scoop-Turn und mit dem Abschluss. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zur nächsten Folge Trainerkarriere mit dem FC Barcelona. Und heute müssen wir ran gegen Eibar in der Liga, BBVA in der Liga. Ja, und wir müssen heute den rot gesperrten Piqué einmal setzen. Und ich würde sagen, Oxford kommt einfach mal rein. Weil der hat sich beim Training immer angestrengt, hat meistens immer Note A und B bekommen. Und deswegen darf er heute mal ran. Das erste Spiel hier in der Liga werde ich simulieren. Das zweite Spiel heute, das ist das Pokalspiel gegen Athletic Bilbao. Genau, das werde ich wieder alleine machen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein in die Simulation. Und ich hoffe mal, dass wir 3 Punkte bekommen. Ich hoffe mal, dass wir 3 Punkte bekommen. Samstag, 24. Oktober 2015, 18 Uhr, Anstoß, Unentschieden, Niederlage, Sieg. Und Messi bekommt in der ersten Minute gelb, aber es hat sich gelohnt. Suarez macht das 1:0 in der 9. Spielminute. Sehr nice. Messi 2:0. Also die 3 Punkte sind sicher. So gut wie sicher. 60. Minute, 30 Minuten sind noch auf der Uhr. Busquets 3:0, Barcelona rasiert. Und Endrich 3:1, na gut. Ehrentreffer, sagen wir es so. Abgehakt, 3:1 haben wir gewonnen. Torschützen Suarez, Messi und Busquets. Sperre abgelaufen, also Piqué darf wieder ran. Kommt jetzt auch gleich wieder rein. So, Adriano wieder raus, Piqué wieder rein. Läuft bei uns, speichern und jetzt erstmal die Trainingseinheiten durchführen, würde ich sagen. So, Trainingseinheiten, da habe ich natürlich wieder meine 5 Spieler, die ich trainiere. Unter anderem Oxford, Ter Stegen, Tielemans und so weiter. Aber dieses Mal war es nicht so gut, Oxford, nur Note F. Dafür hat aber Fernschüsse Munir Note B bekommen und wir simulieren weiter. Runde der letzten 32. Karriere. 10 Spiele. Meilenstein. Aktuell ist aus Frankreich Fekir, Benjeda und Batshuayi. Brauchen wir alle 3 nicht. Ich habe genug Transfers getätigt. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in die Partie. Barcelona gegen Athletic Bilbao bei Regen. Och nö. Oh, Messi. Berbaspin. Lionel Messi. Mach ihn. Jetzt. Ja. 1:0. Mesut Özil. Mesut Özil. Pass auf. In der 3. Minute erzielt er hier das 1:0. Sehr cool. Bam. Und wegen wen? Wegen Messi, muss man sagen. Er setzt hier den Berbaspin perfekt ein. Kommt dann zum Torabschluss. Der Verteidiger blockt ab. Und dann ist Özil, dann ist Özil zur Stelle, dann ist Özil zur Stelle und macht das 1:0, Leute. Könnt ihr das hören? Könnt ihr das hören? Jawohl, und wieder Özil. Özil, der will heute die Tore machen, der will heute die Tore machen, Schiri. Ja, okay, war zwar Ball gespielt, aber hätte man... Ja, ist in Ordnung. Wir führen ja 1:0. Wir führen ja noch 1:0. Ach, gegen Piqué doch nicht. Piqué ist ein Biest in der Abwehr. Jetzt geht's nach vorne. Wieder über Mesut Özil. Der will heute, Leute. Der ist heute heiß. Und jetzt ist Messi im Ballbesitz. Lionel Messi auf Mesut Özil. Mesut Özil. Bam, 2:0. 10 Minuten später und Özil schlägt wieder zu. Läuft bei ihm, läuft bei ihm, läuft bei uns, 2:0, Barcelona, Barcelona, 2:0, Mesut Özil, lalala. 3:0, mehr Glück als Skill, sag ich mal, aber das braucht man auch mal ab und zu. Suarez schießt drauf, der Keeper hält gut, dann kommt die Grätsche und Neymar wird einfach frei vorm Tor. Und macht das 3:0. Heute gibt es ein Torfestival hier gegen Athletic Bilbao oder wie? 3:1. Ich kann mich noch erinnern, vor der Saison, bevor die Liga angefangen hat, da hatten wir im Super Copa gegen Bilbao gespielt. 2-mal und ich glaube, das Hinspiel hatten wir hoch gewonnen und das Rückspiel haben wir 3:1 verloren. Und jetzt sieht das ganz anders aus hier.
Naja, jetzt sind wir eingespielt mit Barcelona. Jetzt zerstören wir alles. Oh, stark von Neymar mit dem Mackie. Ich bin in die Mitte. Mesut Ö. Nein. Jetzt bin ich schon wieder auf die L2-Taste gekommen. Das passiert mir so häufig. Wenn ich in die Mitte spiele, dann habe ich irgendwie immer meinen Finger auf der L2-Taste und das ist der Trickschuss. Oder ist die Trickschuss-Taste. Mann, das hätte das 13-0 sein können und der dritte Treffer von Mesut Özil. Freistoß. Ja, Wolski, Suarez. Nee, ich möchte Messi schießen lassen. Lionel Messi aus 20 Metern. Richtig, richtig gute Entfernung. Lionel Messi an die Latte. Der war noch abgefälscht. Die Mauer war noch dran. Wäre die Mauer nicht dran, wäre das Ding reingegangen. Ich sag euch so, wie es ist. Mesut Özil. Komm, bring nochmal eine Flanke. Ja, oder auch nicht. Es sind einfach hier. Wir sind einfach hier schon in der 70. Minute. Und ja, es ist fast gar nichts passiert. Und jetzt haben wir hier Dani Alves, Neymar, Suarez. Schönes Zusammenspiel. Mesut Özil mit dem Scoop-Turn und mit dem Abschluss. Ja, und mit der darauffolgenden Ecke, die aber nicht Özil ausführt, sondern Andres Iniesta auf Sergio Busquets. Mach ihn doch rein, Suarez. Noch eine Ecke. Und dieses Mal steht da einer frei. Wer ist das? Mesut Özil hat einen guten Linken. Der hat einen guten Linken. Den er aber hier nicht einsetzen kann. Oder er hat ihn eingesetzt, aber der Schuss war dieses Mal nicht so atemberaubend. Messi. Der hat auch einen guten. Aber noch einen viel besseren, würde ich jetzt mal sagen. Messi. Neymar. Bringt die Flanke. Bringt die Flanke auf Suarez. Alaba. Ach. Schön durchgesetzt von Suarez. Und jetzt in die Mitte auf Sergio Busquets. 77. Spielminute. Die packen doch nochmal ein Törchen oben drauf. Sergio Busquets. Wer hätte gedacht, dass er zuschlagen kann? In der Simulation hat er auch schon zugeschlagen. Also heute zwei Tore in der Folge von Sergio Busquets. Sehr geil. Er ist eher für die Defensivaktionen zuständig, aber hier kann man erkennen, dass er auch mal nach vorne kommen kann und das ein oder andere Tor machen kann. Es gibt noch mal einen Eckball. Es gibt noch mal einen Eckball auf Neymar. Neymar. Und der Keeper hält ihn. Gerade so kann man sagen. Alaba. Komm, ein Angriff geht noch. Wieder auf Neymar. Neymar macht das Ganze überragend. Neymar zieht in die Mitte, spielt auf Alaba, weiter auf David Alaba. Und auch unser Verteidiger kann heute zuschlagen. 5-0. Bam. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. 5-0. Ziehen wir einfach Athletic Bilbao ab. Also läuft bei uns definitiv. Und der Schiedsrichter pfeift jetzt auch ab. Also zwei Spiele heute gemacht, zwei Spiele gewonnen. Besser kann es nicht laufen. Bilbao, null Schüsse aufs Tor. Also wir waren sowas von überlegen. Sehr geil in der, im Copa de España. España. Sehr cool. Gehen wir weiter. Und in der nächsten Folge müssen wir dann ran. Erstmal Nachricht lesen von Tielemans. Ja, okay, du willst auch mehr spielen, ich weiß. Aber du kannst halt nicht immer spielen. In der nächsten Folge gibt es dann das Spiel gegen Getafe. Ich denke mal, das werde ich simulieren. Dann gegen Schachtel Donetsk in der Champions League werde ich spielen. In der übernächsten Folge werde ich gegen Real Madrid El Clasico. Gibt es dann das El Clasico. Ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen. Und gegen Real Sociedad werde ich dann simulieren. Und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, klickt unten auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssikowski.